Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kollegen Abgeordnete, ich freue mich sehr, dass wir heute zu einer der aus meiner Sicht wichtigsten Aufgaben und Herausforderungen der Landespolitik für die nächsten Jahrzehnte hier schon mehr als 3 Stunden sprechen, obwohl ich nicht sicher bin, ob wir mit diesen 3 Stunden schon so viel Erkenntnisfortschritt heute gewonnen haben. Allerdings sollte es und ist es doch hoffentlich auch unser gemeinsames Ziel, die beste Strategie und den bestmöglichen Mix an Maßnahmen für die erfolgreiche Bewältigung des bereits begonnenen Strukturwandels in unserer Lausitz zu finden. Ich persönlich glaube, wir sind etwas spät dran, weil der Strukturwandel schon begonnen hat, aber hoffentlich kommen wir in dieser Hinsicht noch auf gute Ansätze, gute Ideen, gute Strategien und gute Maßnahmen. Wir von den Brandenburger Vereinigten Bürgerbewegung Freie Wähler sehen uns hierfür, genau hierfür, für die Lausitz und für unser ganzes Land auf jeden Fall mit in der Verantwortung. Wir teilen auch das Ziel, weitere Strukturbrüche, sie wurden heute schon angesprochen, zu vermeiden und in die Region gemeinsam mit unseren Bürgern in der Lausitz, die Region mit unseren Bürgern in der Lausitz voranzubringen und zu gestalten. Auch das wurde heute schon angesprochen, da werde ich gleich noch darauf eingehen. Auch wollen wir natürlich mit dafür sorgen, dass die rund 10,3 Milliarden Euro aus dem Strukturstärkungsgesetz für kluge und gezielte Investitionen in die Zukunft der Lausitz genutzt werden. Wir werden uns sicher dazu noch intensiv austauschen und streiten, wie das genau erfolgen soll und muss. Nun hat hier die Regierungskoalition, die Koalitionsfraktionen, einen Antrag vorgelegt, der sich, lasse ich mal die heiße Luft vorneweg, mit den Grundlagen für eine Strukturentwicklung in der Lausitz beschäftigen soll. Ich gehe da gleich noch drauf ein, aber ehrlich gesagt muss ich sagen, was ich heute hier gehört habe, ist ganz viel Optimismus verbreiten und ein Bild von blühenden Landschaften verbreiten. Nun hat blühende Landschaften mal Helmut Kohl gesagt und wir wissen alles aus den blühenden Landschaften, die er vorhergesagt hat und an die Wand gemalt hat, auch in seinem schönen Bild, was geworden ist. Brauche ich, glaube ich, nicht drauf eingehen. Ja, da fragen Sie mal die Menschen, wie die Treuhandgesellschaft diese blühenden Landschaften den Weg bereitet hat und mit den industriellen Strukturen, die hier in der Region auch noch vorhanden waren, in der Regel umgegangen ist. Aber konkret zum Antrag. Die einzelnen von den Koalitionsfraktionen vorgeschlagenen Maßnahmen im Bereich Infrastruktur erscheinen erst einmal grundsätzlich sinnvoll. Allerdings muss man natürlich auch dafür sorgen, dass die neuen Schienen, die neuen Straßen, was alles hier gebaut und gemacht und geplant werden soll im Sinne der Infrastruktur, auch wirklich vermehrt genutzt werden und nicht weitgehend leer stehen bleiben. Deshalb muss unsere Lausitz nicht nur für Industrie und Gewerbe, sondern auch für junge, gut ausgebildete und innovativ denkende Menschen attraktiver werden. Das dürfen wir bei aller Diskussion zu den als Standortfaktoren relevanten Merkmalen für Unternehmen nicht aus den Augen verlieren. Die einzelnen von den Koalitionsfraktionen vorgeschlagenen Maßnahmen im Bereich Wirtschaft und Ansiedlung hören sich im ersten Moment gut an. Aber was steckt genau hinter der Entschuldigung Sprechblase, die Lausitz soll eine Energie- und Industrieregion bleiben? Ich habe heute zu dem Punkt leider ganz wenig gehört und das, was ich gehört habe, kannte ich schon seit Jahren. Auch die beabsichtigte Ansiedlung von tarifverträglich abgesicherten Arbeitsplätzen steht da genauso drin. Würde jeder, denke ich mal, von uns unterschreiben. Aber welche Strategie der Vermarktung und der Standortentwicklung in welchen Sektoren, für welche Branchen speziell, steht hier konkret dahinter? Dazu habe ich heute nichts gehört. Und dass die WFWB auch dort und weiterhin ihrer Aufgabe nachkommen soll und muss, bestehende Unternehmen und die vorhandene kleinteilige Wirtschaftsstruktur zu unterstützen und zu stärken, ist ebenso keine sensationell neue Erkenntnis wie eine möglichst optimale Nutzung europäischer Fördermittel zur Unterstützung des wirtschaftlichen Strukturwandels. Für mich sind das Selbstverständlichkeiten. Was die Koalition im Bereich Verwaltung und Organisation vorschlägt, also das ist immer die Überschrift, die Sie da gewählt haben zur Zusammenfassung Ihres Sammelsuriums von alten, sogar abgespeckten Ideen und Selbstverständlichkeiten, ist eben leider absolut nichts Neues. Und das Schlimme ist, sie sind noch abgespeckt. Früher hieß es mal, Ministerien oder oberste Landesbehörden sollen da in die Region. Jetzt heißt es noch, naja, es können Außenstellen oder nachgeordnete Behörden dorthin gehen. Ganz toll. Bin wirklich beeindruckt von den unheimlich konkreten, konstruktiven und die in Region voranbringenden Vorschlägen in dem Bereich.
Positiv möchte ich hervorheben den Teilhabefonds für die Förderung der Zivilgesellschaft, über den wurde eben schon zum Teil ein bisschen gestritten. Das finde ich erstmal eine grundsätzlich gute Idee. Das hat auch Herr Raschke so ausgeführt und ich habe den Eindruck, dass dieser Teilbereich in diesen Antrag durch die Grünen reingekommen ist. Das finde ich gut, weil ich auch der Ansicht bin, wenn man Menschen einbindet, wenn man sie mitnimmt, wenn man sie ernst nimmt, wenn man sie in die Prozesse einbindet, wenn man sie ihnen die Möglichkeit gibt zu diskutieren, wenn sie ihre Ideen einbringen können, Stichwort Schwarmintelligenz, dann haben wir eine Chance, dass am Ende der Wandel auch funktioniert, weil die Menschen vor Ort dort, die müssen den Wandel am Ende mitgestalten, aktiv mit dabei sein. Und wenn die sich nicht mitgenommen fühlen, dann wird es noch viel schwieriger. Erstrebenswert wäre jetzt allerdings, dass eben, und darüber wurde auch eben schon diskutiert, die Mittelvergabe für die sogenannten strukturrelevanten Projekte auch maßgeblich von den zivilgesellschaftlichen Akteuren vor Ort in der Lausitz wirklich entschieden werden, ihnen überlassen wird. Und da denke ich, sind die eben schon angesprochenen Strukturen aus den LIDA-Regionen sicherlich kein schlechtes Beispiel. Gestatten Sie eine Zwischenfrage? Im Moment nicht. Ich würde erst mal gern weitermachen. Gut. Die Maßnahmen im Bereich Forschung, Bildung und Wissenschaft und Kultur, muss ich ehrlich leider auch sagen, sind auch alles andere als neu. Da steht drin, dass mit dem Medizin- und Standort in Cottbus, haben wir heute schon hinlänglich gehört, haben wir aber auch schon vor Jahren lesen können, steht auch in den entsprechenden Konzepten des Ministeriums drin. Das ist übrigens das einzige Ministerium, was ein Konzept für den Strukturwandel in der Lausitz vorgelegt hat, auch eine Umsetzungsstrategie, aber leider eben, wie gesagt, gar nichts Neues. Die, ich sage jetzt mal, einzelnen Ansätze bei der Forschung in der Lausitz, die dort mit externen Forschungsgesellschaften realisiert werden sollen, hat mich jetzt auch nicht vom Hocker gehauen, kannte ich. Und dass das Ganze jetzt noch mit einem Kulturplan Lausitz garniert werden soll, ist sicher hilfreich und sinnvoll. Aber auch hier habe ich leider heute sehr zu meinem Bedauern, Herr Woidke, keine großen, genialen neuen Ideen, neue Initiativen oder konkreten Maßnahmen, um den Strukturwandel in der Lausitz zu gestalten, hören können. Ja. Also, zusammenfassend muss ich leider festhalten, gerade auch die Regierungserklärung war erneut für mich eine Aneinanderreihung ziemlich vieler Sprechblasen und standardisierter Begrifflichkeiten nach dem Motto, wir wollen ein Bild der blühenden Landschaften erzeugen. Also, tut mir leid, aber mit diesem Bild von blühenden Landschaften kann man mich nicht vom Hocker reißen, weil ich weiß, wie das auch ganz schlimm scheitern kann. Nein, Sie haben Sprechblasen hier verkündet und haben den Eindruck erweckt, alles ist rosig, alles ist perfekt, alles ist organisiert, alles ist strukturiert, es gibt die Strategie, es gibt Konzepte und es gibt Maßnahmen, alles das gibt es leider nicht. Also, werte Koalitionäre und werte Landesregierung, wenn das alles ist, was hier für eine Regierungserklärung zur Gestaltung des Strukturwandels unserer Lausitz auffahren können, dann wird mir schlicht Angst und Bange um die Zukunft der Lausitz unserer Bürger dort. Und es gab mal den schönen Spruch von Helmut Schmidt, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Bei Ihnen, Herr Woidke, habe ich den Eindruck, Sie sind gar nicht auf die Idee gekommen, Visionen zu entwickeln. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil Sie wussten, Sie können nicht zum Arzt gehen, weil der Ärztemangel in Brandenburg Ihnen das gar nicht ermöglichen würde. Und dann kommen Sie immer wieder mit dem Bild, das wird uns ja morgen auch noch mal stundenlang unter die Nase gerieben, mit Brandenburg als Gewinnerregion im 21. Jahrhundert. Ich würde mich ja freuen, wenn das stimmen würde. Aber es ist bisher bestenfalls ein Wunschtraum oder eine Fata Morgana. Unterlegen Sie das doch mal mit einer konkreten Strategie. Unterlegen Sie das doch mal mit konkreten wirtschaftspolitischen Maßnahmen. Ja, habe ich gelesen. Also wie gesagt, immer nur den Begriff zu wiederholen, Gewinnerregion des 21. Jahrhunderts und nicht zu unterlegen und nicht zu konkretisieren, hilft uns leider nicht weiter. Und wie gesagt, wir würden sehr gerne intensiv gemeinsam mit allen hier vertretenen Abgeordneten und Fraktionen daran arbeiten, dass das in der Lausitz ein Erfolg wird, aber dafür brauchen wir ein bisschen mehr Grundlagen. So, dann hat die Kollegen von der AfD haben dann mit dem Antrag der Sonderwirtschaftszone, also SWZ, auf diese doch sehr dünnen Ausführungen der Regierungskoalition geantwortet. Allerdings lese ich da in dem Text von quasi planwirtschaftlichen Hilfen.
Da kommt mir natürlich so automatisch in den Kopf, soll es jetzt SWZ oder SBZ heißen? Aber SBZ scheint ja wohl doch nicht ganz gemeint zu sein. Zurück in die Vergangenheit will hier hoffentlich keiner mehr. Jetzt ist aber die Frage, was ist denn eigentlich diese Sonderwirtschaftszone? Warum soll denn hier der Versuch einer Wiederbelebung dieser Idee für die Lausitz durchgeführt werden? Interessant finde ich da, dass die Kollegen der AfD selber unter ihrem Antrag reinschreiben, warum es in Deutschland noch nie eine Sonderwirtschaftszone gegeben hat. Und das sind eben auch die wesentlichen Gründe, warum das nicht als Erfolgsmodell angesehen wird, auch nicht nach 1990. Nämlich, dass damit in der Regel weitreichende Deregulierungen und abweichende tarif- und arbeitsrechtliche Regelungen verbunden sind oder angestrebt werden. Das schreiben Sie selber rein, das wollen Sie nicht. Interessant ist nur, dass Sie dann unter einem konkreten Punkt genau das fordern. Da komme ich aber gleich noch zu. Also, warum soll eine Sonderwirtschaftszone Lausitz heute besser passen oder gar sinnvoller sein als damals für die neuen Bundesländer, die neu entstandenen Bundesländer? Sie haben, Frau Spring-Räumschüssel, hier auch angesprochen, man solle bewährte Instrumente nutzen. Gerade die Sonderwirtschaftszone ist eben nicht bewährt und hat es in Deutschland aus guten Gründen aus meiner Sicht noch nicht gegeben. Interessant finde ich auch dann, dass Sie schreiben, die Sonderwirtschaftszone soll ein, ich Zitat, Experimentierterritorium für Innovationen sein, Zitat Ende, indem es in einer, wieder Zitat, digitalen Freiheitszone Voraussetzungen dafür gebe, innovative Produkte und Dienstleistungen unter realen Bedingungen in Reallaboren zu testen. Tja, jetzt kommt wieder der tolle Begriff von Reallaboren, da habe ich mir rangeschrieben, naja, da hat jemand das Papier des vom Kohlekompromiss gelesen und den äußerst fragwürdigen Begriff von den Reallaboren aufgegriffen. Nur, was ist denn eigentlich ein Reallabor? Kann mir das jemand von Ihnen definieren? Ja, Herr Breetz, dass Sie das gerne immer versuchen und spontan reagieren, weiß ich. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass es der Fall ist. Und außerdem gibt es gar keine klare Definition von Reallaboren. Aber was in den Papieren drinsteht, ist offenkundig. Das ist hier um nichts anderes als ein Versuchslabor mit realen Menschen, nämlich mit denen aus der Lausitz, als Versuchskaninchen geht. Das müssen Sie aber unseren Bürgern der Lausitz auch sagen, liebe Kollegen von der AfD, dass sie Versuchskaninchen sind und dass es bei Versuchen öfter auch etwas schiefgehen kann. Stellt sich aber immer noch die Frage, wozu diese Sonderwirtschaftszone, wofür brauchen wir die Sonderwirtschaftszone überhaupt, wenn in den realen Laboren, die Sie ja auch angesprochen haben, ohnehin alles ausprobiert werden kann und soll. Und Sie haben in Ihrem Antrag 14 verschiedene Punkte aufgeführt, die Sonderwirtschaftszone Lausitz kennzeichnen sollen. Und ich muss nach dem Durchlesen und Durchschauen allerdings festhalten, die Mehrheit der von Ihnen dort geforderten konkreten Punkte kann ich problemlos auch ohne Sonderwirtschaftszone umsetzen. So ist zum Beispiel die Digitalisierung in den Kommunalverwaltungen jederzeit möglich und auch schon bereits in Gange, was man von der Landesregierung, wie wir vom Landesrechnungshof letzten Freitag erfahren haben, nicht sagen kann. Auch Bauland und Gebäudeinfrastruktur durch die öffentliche Hand zu günstigen Bedingungen zur Nutzung bzw. zum Erwerb zur Verfügung zu stellen, wäre möglich, wenn wir denn die Voraussetzung dafür hier beschließen und dafür viel Geld in die Hand nehmen. Nur die Frage ist, ist das überhaupt erforderlich oder sinnvoll? Weil Bauland gerade in der Lausitz im Vergleich zu vielen anderen Regionen in Brandenburg jetzt schon relativ günstig ist. Scheint also nicht erforderlich zu sein. Auch die Ansiedlung von Unternehmen in, wie Sie es geschrieben haben, bereits vorhandenen historischen Gebäudekomplexen ist auch ohne Sonderwirtschaftszone bereits möglich. Es muss nur aktiv betrieben werden und den Unternehmen konkret schmackhaft gemacht werden. Ich teile diesen Ansatz, aber da muss man sich drum bemühen, da brauche ich keine Sonderwirtschaftszone zu. Ebenso ist die sozialwissenschaftliche Vernetzung mit der Region Ruhrgebiet jederzeit möglich, wahrscheinlich sogar sinnvoll und notwendig, um von den dortigen Transformationsprozessen der letzten 40 bis 50 Jahre etwas lernen zu können. Was war gut? Welche Fehler sollte man nicht wiederholen, etc. pp. Das wäre auch mal, glaube ich, eine Hausaufgabe,
die die Landesregierung sich machen sollte, mal die Kollegen in Nordrhein-Westfalen und von der Region Ruhrgebiet mal anzusprechen, weil wie das alles gelaufen ist. Es gibt bestimmt ausführliche Studien darüber, um dann hier vielleicht nicht die gleichen Fehler zu machen. Auch Reallabore für unterschiedliche Anwendungsfelder zu etablieren, wie es die AfD sich wünscht, ist bereits im Ergebnis des Strukturstärkungsgesetzes und der Kohlekommission damals ausgeführt worden. Wobei eine Verbindung mit digitalen Freiheitszonen, wie Sie das formulieren, bei mir die Frage aufwirft, was heißt das? Bedeutet das keinen Datenschutz mehr für die Lausitzer? Ebenso verhält es sich mit der Nutzung von Mitarbeiterbeteiligungsmodellen. Es muss jedoch erst einmal etwas da sein, an dem sich die Mitarbeiter auch beteiligen können oder ihre Firma auch übernehmen können durch Management, Buyout oder ähnliche Dinge. Und das scheint ja eben gerade das Problem zu sein, dass die Strukturen wegbrechen und noch keine neuen da sind. Abschließend ist auch die Mobilisierung von mehr privatem Wagniskapital jederzeit möglich, wenn sich jemand dieser Aufgabe verschreibt und wirklich gezielt Werbung für die Möglichkeiten und Chancen in einer neuen Lausitz betreibt und diese gut herausarbeitet. Aber da sind wir sicherlich gerade gut dabei, bei den vielen lauten Sprechblasen und den vermeintlichen blühenden Landschaften, die hier beschrieben werden. Da bin ich also ganz optimistisch, dass das klappen wird. Was mich allerdings wirklich irritiert hat, ist, dass die AfD, die sonst immer gerne sich als die vermeintlichen Vertreter des kleinen Mannes und in Anführungsstrichen Rächer der Lausitz generieren oder geben, hier ernsthaft reingeschrieben haben in den Antrag, Öffnungen im Arbeits- und Sozialrecht in der Lausitz einführen zu wollen, wodurch, Zitat, das wurde heute schon mal angesprochen, innovationsförderliche Arbeitszeiten, Arbeitsorte und Arbeitszeitsouveränität ermöglicht werden soll. Ich finde, das ist doch ziemlich entlarvend. Und Herr Kubicki, Sie haben in diesem Zusammenhang von der Schaffung von Wohlstandsregionen gesprochen. Also ich glaube, wenn Sie solche Durchlöcherungen von Arbeits- und Sozialrecht zulassen, dann wird es das Gegenteil sein. Dann werden die Menschen weniger verdienen, weniger sichere Arbeitsplätze haben, wenn denn überhaupt welche geschaffen sind. Und deswegen muss ich da sagen, da widersprechen Sie ein bisschen Ihrem eigenen Antrag. Sie wollen Wohlstandsregionen, aber Sie wollen hier eine Auflösung und Durchlöcherung von arbeits- und sozialrechtlichen Standards schaffen. Ich denke, Sie sollten das dann bitte auch in der Lausitz mal plakatieren, dass Sie das wollen. Ebenfalls problematisch ist dann auch die Forderung, ich zitiere, bestehende Regelungen und Vorschriften zu streichen oder zu lockern, sowie durch Ausnahmeregelungen regulatorische Freiheiten zu schaffen, Bürokratie zu straffen, Vorschriften zu vereinfachen und temporär auszusetzen. Das kann auf die wirtschaftliche Entwicklung förderlich wirken, das ist richtig. Kann aber auch Bürgerbeteiligung deutlich reduzieren oder gar ausschließen oder umwelt- und naturschutzrechtlich erforderliche Vorschriften einfach mal so hinwegfegen. Wenn wir das weiterdenken, dürfen Sie aber genau das bei Tesla auch nicht mehr kritisieren. Im Ergebnis können wir festhalten, vieles von dem Geforderten ist bereits möglich oder wird schon angegangen und einiges ist sehr kritisch zu betrachten. Demnach scheint also auch die Sonderwirtschaftszone nicht wirklich der Stein der Weisen zu sein, um den Strukturwandel in der Lausitz nun entscheidend voranzubringen. Und trotzdem können und werden wir die Lausitz als Experimentierfeld für neue innovative Ideen und Technologien, aber möglichst ohne unsere Bürger dort partiell zu entrechten, entwickeln. So, jetzt noch kurze Anmerkungen zu dem Vorschlag, einen Sonderausschuss für die Lausitz einzurichten, auch die Kooperation mit Sachsen zu gestalten. Da gehe ich also auch auf den Antrag der Kollegen der Linken ein. Jenseits der Strategiefrage und der richtigen innovativen Maßnahmen für deren Umsetzung steht natürlich auch die Frage im Raum, wie die Steuerung und Koordination des Strukturwandels sowie die Abstimmung der vielen verschiedenen Akteure und Mitwirkenden klug und effizient, aber ebenso partizipativ für die kommunale Ebene und unsere Bürger an der Lausitz organisiert werden kann. Hierzu schlagen die Regierungsfraktionen auf parlamentarischer Ebene einen Sonderausschuss vor. Er erscheint angesichts der Komplexität der zu behandelnden Fragestellungen und Themen, die sicher einen großen Querschnitt fast aller Politikfelder abbilden, ebenso wie der zeitlichen Perspektive des Strukturwandels in der Lausitz sicher als sinnvoll.
Allerdings halten wir die angestrebte Übernahme, Zitat, federführender und koordinierender Aufgaben durch den Sonderausschuss für eher nicht möglich, weil es ja da auch noch die Staatskanzlei, die Abstimmung auf Ministerpräsidentenebene mit Sachsen, falls sie denn weiter stattfinden sollten, die sogenannte Groß-Reschen-Runde mit den Ministern und Staatssekretären und auch noch die Lausitz-Beauftragten gibt. Hier besteht also aus unserer Sicht ein erheblicher Klärungsbedarf, wer genau wofür zuständig sein soll und wie diese Zuständigkeiten klar voneinander abgegrenzt, zugleich effizient durch wen koordiniert werden sollen. In diesem Zusammenhang möchte ich noch auf die parlamentarisch-kooperative Zusammenarbeit zwischen dem Landtag Brandenburg und dem Sächsischen Landtag eingehen, den die Linke hier vorstellt. Damit sind wir auch bei dem Thema, nämlich die Umfirmierung der Wirtschaftsregion Lausitz GmbH zu einer Strukturentwicklungsgesellschaft für den brandenburgischen Teil der Lausitz und damit verbunden dem Austritt, wurde heute schon angesprochen, von zwei sächsischen Landkreisen, die bisher an diesem kommunalen Gremium beteiligt waren. Wir denken, dass die Frage einer Weiterführung einer guten und eng abgestimmten Zusammenarbeit mit Sachsen und dem sächsischen Teil der Lausitz extrem wichtig ist, gerade jetzt, weil wir gerade jetzt noch über die Strategie sprechen, weil wir gerade jetzt noch darüber sprechen, die Weichen zu stellen und weil es gerade jetzt darauf ankommt, das gemeinsam zu machen, damit nichts schief geht. Speziell haben die Kollegen von den Linken in diesem Antrag eingebracht, dass es verhindert werden soll, einen Subventions- und Standortfaktorenwettbewerb mitten durch die Lausitz zu produzieren. Das ist nämlich genau das Problem, was wir dann haben. Dass in Brandenburg und in Sachsen unterschiedliche Strategien und Politiken verfolgt werden und wir dann möglicherweise in einen Subventions- oder Standortwettbewerb geraten. Deshalb ist die Idee, diese länderübergreifende Zusammenarbeit für die Lausitz mit Sachsen zu organisieren, richtig und notwendig. Und ich glaube, Herr Bartel hat es vorhin gesagt, wenn wir das jetzt weglassen, und Sie haben gesagt, das sei zwar ein guter Vorschlag, aber sei nicht mehr aktuell, dann, tut mir leid, fällt das Kind jetzt in den Brunnen. Wir müssen jetzt die Weichen richtig stellen, wir müssen jetzt die Abstimmung eng durchführen mit den sächsischen Kollegen, damit wir letztlich gemeinsam für die ganze Region Lausitz das voranbringen, gemeinsam auch das als Standort national und international vermarkten und entsprechend transportieren können. Und genau hier weist der Antrag der Koalitionsfraktionen eine Leerstelle aus, schlicht Leerstelle, man könnte auch sagen Null. Deswegen sind wir der Ansicht, dass dieser Punkt der Koordination und Abstimmung mit Sachsen unbedingt in diesen Antrag der Koalitionsfraktionen auf den Sonderausschuss als Auftrag mit aufgenommen werden sollte. Denn wir wollen ja gerade die Probleme und Risiken infolge der mangelnden Koordination oder Abstimmung mit Sachsen von vornherein vermeiden. Deswegen sind wir dafür, dass die Punkte 1 bis 3 des Antrags der Linken in den Antrag für die Einsetzung des Sonderausschusses als Auftrag für den Sonderausschuss eingehen. Dies beantragen wir hiermit als Änderungsantrag zum Antrag 18/19 und appellieren an die Mitglieder der Regierungsfraktion, das zu übernehmen und an alle Mitglieder des Landtags, dies zu ermöglichen. Denn wir wollen doch alle zusammen den Strukturwandel in der ganzen Lausitz gemeinsam mit der besten Strategie und dem besten Mix an Maßnahmen angehen und am Ende erfolgreich bewältigen und gestalten können. Oder? Also, verhalten Sie sich entsprechend. Dankeschön.